Weisheitszähne, auch bekannt als dritte Molaren, sind die letzten Zähne im Mund und erscheinen normalerweise zwischen dem 17. und 25. Lebensjahr. Aufgrund ihrer Position im hinteren Bereich des Mundes kann ihnen Weisheitszähne häufig Probleme verursachen, wenn sie nicht genau ein Viertelgend Platz haben, um korrekt zu wachsen. In solchen Fällen kann eine Weisheitszahnextraktion erforderlich sein. Eine Weisheitszahnextraktion ist ein chirurgischer Eingriff, bei dem ein Zahnarzt oder ein Mundchirurg einen oder mehrere Weisheitszähne entfernt. Die Notwendigkeit einer Weisheitszahnextraktion kann auf verschiedene Faktoren zura ein Viertel zufa ein Viertel ren sein, darunter Impaktion, wenn der Weisheitszahn nicht durchbricht, Schädigung benachbarter Zähne oder Zahnfleischenza ein Viertel Endungen. In einigen Fällen kann in Weisheitszähne auch aufgrund von Karies oder Kieferknochenproblemen entfernt werden. Es ist wichtig zu beachten, dass nicht alle Weisheitszähne entfernt werden mal ein Viertel SN. In einigen Fällen kann in Weisheitszähne problemlos im Mund verbleiben, solange sie keine Beschwerden verursachen. Ihr Zahnarzt wird entscheiden, ob eine Weisheitszahnextraktion erforderlich ist, basierend auf einer GAA ein Viertelendlichen Untersuchung und Röntgenaufnahmen. Wann sollte eine Weisheitszahnextraktion durchgeführt ein Viertel HRT werden? Eine Weisheitszahnextraktion kann in verschiedenen Situationen durchgeführt ein Viertel HRT werden, einschließlich Impaktion, wenn ein Weisheitszahn nicht genau ein Viertelgend Platz hat, um durchzubrechen, kann er im Kieferknochen stecken bleiben und eine Impaktion verursachen. In solchen Fällen kann eine Extraktion erforderlich sein, um zuca ein Viertel NFTige Probleme zu vermeiden. Karies, Weisheitszähne sind anfällig fa ein Viertel eher Karies aufgrund ihrer Position im Mund und der Schwierigkeit, sie GAA ein Viertel endlich zu reinigen. Wenn ein Weisheitszahn von Karies betroffen ist und nicht erfolgreich behandelt werden kann, wird er möglicherweise entfernt. Schädigung benachbarter Zähne, wenn ein Weisheitszahn gegen benachbarte Zähne dra ein Viertel CKT oder sie beschadigt, kann eine Extraktion notwendig sein, um Schaden zu vermeiden. Enza ein Viertelendung des Zahnfleisches, Weisheitszähne kann in Schwellungen und Enza ein Viertelendungen des Zahnfleisches verursachen, insbesondere wenn sie nur teilweise durchgebrochen sind. In solchen Fällen kann eine Extraktion erforderlich sein, um die Enza ein Viertelendung zu lindern. Wie wird eine Weisheitszahnextraktion durchgeführt ein Viertel HRT? Eine Weisheitszahnextraktion kann unter örtlicher Betäubung, Sedierung oder Vollnarkose durchgeführt ein Viertel HRT werden, abhängig von der Komplexität des Eingriffs und den Vorlieben des Patienten. Ihr Zahnarzt wird Ihnen die geeignetste Option FA ein Viertel eher Ihre spezifische Situation empfehlen. Der Eingriff beginnt damit, dass der Zahnarzt das Zahnfleisch um den Weisheitszahn aufnäht und gegebenenfalls den Zahn in kleinere Sta ein Viertel CKI zerbricht, um ihn einfacher entfernen zu können. Anschließend wird der Weisheitszahn vorsichtig aus dem Kieferknochen entfernt. Nach Abschluss des Eingriffs wird die Wunde genaht und mit einer sterilen Gasekompresse bedeckt. Nach der Weisheitszahnextraktion kann in Schwellungen, Schmerzen und Blutungen auftreten. Ihr Zahnarzt wird Ihnen Anweisungen FA ein Viertel eher die Nachsorge geben, um die Heilung zu erleichtern und Komplikationen zu vermeiden. Dazu kann in Schmerzmittel, Eispackungen und eine weiche Diät gehören. In den meisten Fällen verläuft die Heilung nach einer Weisheitszahnextraktion problemlos und innerhalb weniger Tage kann Sie zu Ihren normalen Aktivitäten zura ein Viertel kehren. Es ist jedoch wichtig, die Anweisungen Ihres Zahnarztes zu befolgen und regelmäßige Nachuntersuchungen durch ein Viertel rennen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Wunde ordnungsgemäß heilt. Zusammenfassend lässt es sich sagen, dass eine Weisheitszahnextraktion ein wichtiger chirurgischer Eingriff ist, der in bestimmten Situationen notwendig sein kann. Wenn Sie Probleme mit Ihren Weisheitszähnen haben oder Bedenken hinsichtlich einer möglichen Extraktion haben, konsultieren Sie am besten Ihren Zahnarzt, der eine GAA ein Viertelendliche Untersuchung durch ein Viertel REN und die geeignetsten Behandlungsoptionen empfehlen kann. Denken Sie daran, dass eine rechtzeitige Behandlung dazu beitragen kann, zuca ein Viertel NFTige Komplikationen zu vermeiden und Ihre Mundgesundheit zu erhalten.